Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde hier ein Schaltnetz entwickeln, bei dem Don't Cares eingesetzt werden, bei dem eine Fehlermeldung ausgewertet wird und bei der eine Sperre am Ausgang existiert, um kritische Zustände zu vermeiden. Die sogenannten Don't Cares werden immer dann eingesetzt, wenn bestimmte Eingangskombinationen gar nicht vorkommen können, also unmöglich sind. Stellen wir uns das konkret einmal vor, an dieser Stelle 1001. In der Anlage habe ich vier Melder, die zu diesem Schaltnetz führen, A, B, C, D. Der Melder A meldet eine 1 und nehmen wir nun an, dass das völlig im Widerspruch steht zu der Kombination, dass B eine 0, C eine 0 und D eine 1 liefert. Was immer auch im konkreten Fall dahinter steckt, das kann in der Anlage einfach nicht auftauchen. Also denken Sie bitte zum Beispiel daran, dass 1 ein sehr großes Objekt melden würde und diese 1 wiederum ein sehr kleines Objekt melden würde, was dann schlicht im Widerspruch steht. Ganz so einfach ist es hier natürlich nicht, weil damit dann auch dieses unmöglich wäre. Also wir wollen hier aber davon ausgehen, dass dieser Zustand in der Anlage nicht auftreten kann. Weiterhin werde ich jetzt davon ausgehen, dass dieser Zustand nicht auftreten kann. Und ich werde auch davon ausgehen, dass dieser Eingangszustand nicht auftreten kann. Diese drei werden nicht auftreten können. Hier war ja in dem alten Beispiel jeweils eine 0 eingesetzt an diesen drei Stellen. Und diese drei Nullen werde ich jetzt in ein X ändern. Das X wird also das Don't Care widerspiegeln. In dem alten Beispiel, als hier nur Nullen und Einsen eingetragen waren, ist dabei dieses KV-Diagramm entstanden, bei dem ich durchaus schon eine erhebliche Vereinfachung des Schaltnetzes erzielen konnte durch geeignetes Bilden von Gruppen und Auswerten des KV-Diagramms. Hier steht die Schaltgleichung, hier ist schon das vereinfachte Schaltnetz zu sehen. Wenn ich aber nun hergehe und hier statt einer 0 ein X eintrage, ein Don't Care, und hier ebenso und da ebenso wiederum ein Don't Care eintrage, lässt sich die Sache noch viel weitergehend vereinfachen. Dieses X für den unmöglichen Zustand wird nun auch ins KV-Diagramm eingetragen. Da sind diese drei Stellen zu sehen. Ich kann nun dieses X behandeln, wie ich es will. Das spiegelt im Grunde auch dieser Name Don't Care wider. Ich kann das X als 1 lesen, wenn es dazu führt, dass ich dadurch besser große Gruppen bilden kann. Ich kann das X aber auch als 0 lesen, wenn es mir hinderlich ist im KV-Diagramm. Genau das ist hier der Fall. Dieses X wird zu einer erheblich vereinfachten Gruppenbildung führen, zusammen mit diesem X. Das heißt, ich werde dieses X und dieses X wie eine 1 behandeln. Hingegen wäre es jetzt nachteilig, dieses X wie eine 1 zu behandeln, das heißt, dieses X werde ich wie eine 0 betrachten. Man sieht das ja auch schon, das ist hier nicht einer Gruppe zugeordnet. Wenn ich also jetzt hergehe und hier die Gruppen bilde, entsteht diese grüne Gruppe mit 8 Einsen. Wenn ich die auswerte, ist das einfach nur ein D. Es entsteht diese rote Gruppe, das ist A, B und C nicht. A, B und C nicht. Das ist die Auswertung der roten Gruppe und es entsteht die gelbe Gruppe. Das ist A nicht, B und C. A nicht, B und C. Das heißt, nach der Auswertung des KV-Diagrammes hat sich in dem alten Beispiel diese Schaltgleichung mit diesem Schaltnetz ergeben. Durch das Anwenden der Don't Cares ergibt sich eine erheblich einfachere Schaltgleichung mit einem erheblich einfacheren Schaltnetz. Also aus dem Schaltnetz hier oben mit 1, 2, 3, 4 Und-Verknüpfung und einer Oder-Verknüpfung ergibt sich jetzt ein Schaltnetz mit einer Oder-Verknüpfung und zwei Und-Verknüpfungen. Das ist deutlich einfacher geworden. Der Nachteil, den ich mir dabei einkaufe, ist der, dass im Falle eines Fehlers in der Anlage bei dem dann doch zum Beispiel 0, 0, 0, 0 als Ergebnis geliefert wird oder auch
1001 geliefert wird, weil ein Drahtbruch auftritt oder eine Spannung auf einem Draht auftaucht, wo sie nicht auftauchen dürfte, immer dann der Ausgang auf 1 gesetzt wird an dieser Stelle, wenn ich für die entsprechende Eingangskombination das Don't Care als 1 gelesen habe. Das heißt, wenn in der Anlage ein Fehler auftritt und dadurch ein unmöglicher Zustand gemeldet wird, wird am Ausgang eine 1 auftauchen. Das möchte man in aller Regel vermeiden. Das lässt sich auch relativ einfach vermeiden, indem man die Don't Cares als Fehlermeldung betrachtet. Das wird man sowieso tun, wenn man sich im Klaren darüber ist, dass bestimmte Eingangskombinationen gar nicht auftauchen können und auch nicht auftauchen dürfen, dass man die als Fehler bewertet und eine entsprechende Auswertung in der Anlage vornimmt. Dabei geht man folgendermaßen vor. Man wertet nur die Don't Cares im KV-Diagramm aus und erzeugt aus diesen Don't Cares eine Fehlermeldung, hier mit F bezeichnet. Das heißt, ich fasse jetzt diese beiden X, die beiden Don't Cares, zu einer Gruppe zusammen und dieses eine X bildet für sich alleine eine Gruppe, weil ich es nicht weiter zusammenfassen kann. Daraus entsteht nun diese Schaltgleichung. Dieses X beschreibt man durch A nicht und B nicht und C nicht und D nicht. Diese Gruppe aus diesen beiden X ist A und C nicht und D. Das schaltet man nun zu einem Schaltnetz zusammen. Das ist A nicht und B nicht und C nicht und D nicht. Das ist A und C nicht und D. Führt das wiederum natürlich auf eine Oder-Verknüpfung genau entsprechend dieser Schaltgleichung und gibt anschließend eine Fehlermeldung raus. Es leuchtet eine Lampe auf, wenn aus der Anlage eine Eingangskombination gemeldet wird, die gar nicht auftreten kann. Gleichzeitig kann man nun diese 1, die ja nun hier auftaucht im Fehlerfall, nutzen, um dieses eigentliche Ausgangssignal zu sperren. Denn wenn hier eine 1 auftritt, wird durch den Inverter an dieser Stelle an der UND-Verknüpfung eine 0 auftreten. Und sobald an einer UND-Verknüpfung eine 0 auftritt, wird der Ausgang automatisch auf 0 gesetzt. Das heißt, man verhindert auf diese Art und Weise, dass im Falle einer Fehlermeldung an dieser Stelle eine 1 auftreten kann. Man hat also durch den Einsatz der Don't Cares, durch das Feststellen unmöglicher Zustände, drei Effekte erreicht. Der erste Effekt liegt darin, dass man das eigentliche Schaltnetz zur Auswertung der vernünftigen Eingangszustände deutlich vereinfachen konnte. Das ist ja der Teil, der bis hierhin geht. Der zweite Effekt besteht darin, dass man durch Feststellen unmöglicher Zustände natürlich leicht eine Fehlermeldung realisieren kann. Und gleichzeitig als dritten Effekt möchte ich hier sehen, dass man eben die Anlage, den Ausgang Q in der Anlage vollkommen sperren kann, wenn denn ein Fehler in der Anlage auftritt und somit dafür sorgt, dass im Fehlerfall an dieser Stelle keine 1 auftritt, die dann zum Beispiel über ein Relais und einen Schütz einen Motor schalten würde, was dann eben schlicht und einfach nicht mehr passiert. Das ist eine sehr sinnvolle Angelegenheit, das so zu machen und das ist auch in der Praxis so, dass man so vorgeht. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen, noch mehr über ein Abo und danke vor allem für Ihre Aufmerksamkeit.